Leute, der Putzmann in diesem katholischen Heim oder diesem Kinderheim, diesem Waisenheimhaus, wo die beiden kleinen Jake und Elwood als kleine Jungs da aufgewachsen sind. Strenge katholische Nonnen haben das Sagen gehabt, die eine strenge Riege geführt. Und der Curtis hat denen den Blues beigebracht, hat den Lieder vorgesungen, ein bisschen aufgeklärt, was es heißt, schwarz zu sein in Amerika. Und aus dieser Liebe zu diesem alten Curtis, der quasi ein Ersatzvater war, weil das waren lauter Nonnen um den herum, da ist eine sehr intime Freundschaft entstanden. Und Curtis ist derjenige, der denen quasi nicht nur den Blues beibringt, aber in diesem Show, in diesem Musical auch zu etwas Höheren bewegt. Die kriegen da, wie sagt man, göttliche Erleuchtung. Heiligen Geist. Heiligen Geist kriegen sie, den Heiligen Bluesgeist. Wir sind die Blues Brothers, live aus Chicago, und denkt immer daran, egal, was ihr tut, um zu leben oder zu überleben, es gibt Dinge, die uns gleich machen. Und ich meine dabei dich, ich meine dich, ich meine sie, ich meine ihn, ich meine alle, einfach alle! Everybody needs somebody. Kleinkriminelle Jake, die hatten mit zusammen eine Band, die Blues Brothers. Jake musste in den Knast, weil er schlichtweg die Schulden nicht bezahlen konnte, weil sie ein Hotelzimmer und ein Hotel zerlegt haben. Und er wird dann freigelassen und sein Bruder holt ihn mit diesem Bluesmobil ab, eben mit dem ehemaligen Polizeiwagen, zur großen Begeisterung des Bruders. Und sie fahren dann in ihr altes Waisenhaus, um ihrer Erzieherin, bei uns im Stück und bei uns genannt Pinguin, also der Schwester Oberin, einen Besuch abzustatten. Und dort erfahren sie von dem Pinguin, das Waisenhaus wird geschlossen, weil sie können die Steuerschulden nicht bezahlen, es fehlen $5,000. Und daraufhin erklären die Blues Brothers wunderbar, okay, Madam, wir besorgen das Geld, so nach dem Motto, wir gehen in die nächste Bank und holen das Geld raus. Er sagt die nein, nein, und zieht ihr spanisches Röll raus, sagt, ich will euer schmutziges Diebesgeld nicht, so quasi, ich nehme $5,000, aber nur anständig verdient. Heide, 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 heide! Sondern es ist ein Film, The Blues Brothers. Ja, und es ist eigentlich sogar nicht mal ein Film von der Entstehungsgeschichte hier. Es ist eine Band. Diese Band wurde gegründet von Dan Aykroyd und John Belushi. Wer waren nun diese beiden Herren? Das waren zwei Schauspieler. Man sagt, Aykroyd hat ihm die ersten Bluesplatten hingegeben und dann hat Belushi, ja, unwillig zuerst, aber dann hat er sich irgendwie so einen Geschmack bekommen und er wurde dann zum Symbol des Blues, obwohl er war kein Blues mehr. Die Blues Brothers haben das zusammengestellt, was ihnen in Amerika an Musik ganz toll gefallen hat, nämlich die schwarze Musik. Und sie zitieren Musik von den 30ern, Minnie the Moocher, bis zu den 60ern rauf, aber später, die Nummern sind alle ziemlich alt und aber sehr, das klingt total, kommt total frisch daher und das ist ein Stück weit auch das Verdienst der Blues Brothers. Also wir waren da auch nicht anders wie Aykroyd und Belushi und haben, als die Fassung entstanden ist, einfach gesagt, Mensch, da fehlt uns noch die Musik, da fehlt uns jene Musik, da könnte das passen und haben eigentlich das Gleiche gemacht. Also was haben wir dazu gepackt? Wir haben noch einen Elvis Presley dazu gepackt, Burning Love. Es gibt noch so einen Chor, den die Nonnen singen, Guten Morgen, Guten Morgen, so ein Gute-Laune-Lied. Scheiße!
Was? Die Streife. Was? Was habe ich verbrochen? Sie sind mal rot über die Ampel gefahren! Hey, also das war höchstens Zinnober, gelb, Chef. Darf ich mal Ihren Führerschein sehen, bitte? Scheiße, das hat uns gerade noch gefehlt. Ich wette, die Bullen haben dieses neue Computerding. Computer was? Computerding. Aber jetzt darf ich den Bluesmobil-Fachmann zu mir bitten, das ist Jürgen Friedel, denn diese Autos, die sagt man, die nennt man nun vor allem hier dieses Schwarz-Weiße, das nennt man nun so in der Fachsprache, das sind die ersten und der Blues Brothers Fans, das nennt man nun Bluesmobil. So wie andere Leute Briefmarken sammeln, so sammeln sie Bluesmobile. Ja, der Film hat mich einfach fasziniert, als ich ihn ja so als Achtjähriger das erste Mal gesehen habe. Das ist jetzt gut 30 Jahre her. Und seitdem wollte ich diese Autos haben und vor kurzem habe ich mir eben meinen Traum erfüllt. Das ist auch ein Dodge Monaco. Der hat halt noch dieses Original Dodge Emblem drauf. Helmut, los! Ihr Führerschein wurde eingezogen, Sie haben gar keinen! Da würde ich mal sagen, aussteigen! Diese Filme halten den Weltrekord im Verschrotten von Fahrzeugen, insbesondere von Polizeifahrzeugen. Sie, glaube ich, werden es verstehen, dass wir da oben nicht 15 oder 30 Autos schrotten können auf der Lusenburg. Sie können aber schnell laufen, Officer. Wir müssen da eben mit Theatermitteln arbeiten. The streets are swollen, keep them doggies rolling, right. Rain and wind and weather, held that for leather, wishing my girl was by my side. All the things I'm missing, good riddles and love and kissing, I'm waiting at the end of my mind. Move them up, hit him up, head him up, move them up, move them up, hit him up, rawhide, cut him up, write him in, run him in, cut him out, cut him up, glide him in, rawhide. Also jetzt, ich bedanke mich bei meinem Ensemble. Super habt ihr das gemacht. Und wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich bei allen Leuten aus Bunsee, die heute da waren. Vielen Dank. Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn König bedanken. Er wollte noch ein Auto günstig verschaffen. Wir wollen ja einen schenken. Na, du siehst ja auch gut aus. Stand by your man and tell the world you love him. Keep giving all the love you can. Baby, stand by your Wir sehen uns auf der Burg!